War der Täter oder der mutmaßliche Täter nur in der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben oder wurde er auch europaweit gesucht? Wurde er an der Grenze zur Schweiz kontrolliert? Und was wissen Sie darüber, warum ist er nach Deutschland gereist? War er auf der Flucht? Letzte Vermutung liegt nahe. Er war weder bei den deutschen Polizeien noch in europäischen Datenbanken noch bei unseren Geheimdiensten noch in unseren Ausländerregistern enthalten. Das ist die Situation. Und er wurde, sollte man noch offen dazu sagen, von den Schweizer Behörden gesucht. Ja. Die Zusammenarbeit im Nachgang zu dem Attentat mit den Schweizer Kollegen und den hessischen Kollegen, wie auch den Rettungskräften, das muss ich sagen, war friktionsfrei sehr gut. Wenn er in eine Kontrolle bei uns gelaufen wäre oder bei der Landespolizei und er wäre dort abgefragt worden, hätten wir einen entsprechenden Bestand in unseren automatisierten Vorgangsbearbeitungssystemen gehabt. Dies ist nicht der Fall. Insofern gehe ich davon aus, dass er nicht kontrolliert worden ist. An der Grenze zur Schweiz gibt es auch keine regulären Grenzkontrollen.